So, Dalla, dann auf in die Nee, das ist nicht die Frakturkammer, das ist Mortigard, so rum, nicht, dass wir das Falsche machen. Hier 12 wollen wir und das ist auch, wie gesagt, das Letzte, was mir fehlen würde fürs Achievement. Eben war ich ja gerade den anderen Teil, das waren die Frakturkammern so rum und da sind wir ja richtig durchgepäst und da hatte ich mal nicht mit Inka gespielt tatsächlich, sondern hier mit Galactic Guardian und dachte ich mir, komm, das probierst du jetzt hier auch mal aus, spielst du mal nicht mit Inka, ist normalerweise wahrscheinlich besser, aber ich denke mir, wir kommen auch so easy hin. Bersi habe ich ja auch. Ah, okay, die Vieren, da müsste ich dann aufpassen, dass ich da... Weil hier habe ich jetzt auch diesen Mondfeuer Gedönse, ne? Wo ich dann diese Procs kriege. Das kann dann auch recht praktisch sein. So, was haben wir hier? Das können wir schon mal mitnehmen, das ist ganz gut. Ein bisschen Heilung schadet auch nicht. Jetzt bin ich im Überlegen, kann ich den da hochziehen? Irgendwie hatte ich im anderen Teil so viel Schaden gemacht. Jetzt hier ist leckig wieder im Schaden. Aber am Anfang hast du noch keine Trades, ne? Da zieht sich's dann ein bisschen. Je nachdem, was man halt auch hier für Bonis bekommt, ne? Zählen die auch alle? Ja, die zählen auch alle für die Abklingzeiten. Das ist eigentlich gut. Das ist zu weit entfernt. Ich verliere jetzt alle zusammen, scheiß drauf. Weil ich habe einen so einen Trade, ne? Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Da gehen die Cooldowns runter und zwar erheblich. Hätte ich hier vielleicht bei denen dann schon Dings ziehen sollen hier? Die Ermächtigung? Weiß nicht genau. Mortigard ist schon ein bisschen ätzend. Mortigard ist ja die, also quasi die Heal Reduction. Irgendwann kannst du halt nicht mehr interrupten. Wobei ich defensiv technisch relativ stabil bin. Komm, da blinken wir mal lieber raus. Ah, ich glaube, wir haben es trotzdem nur abgekriegt, ne? Ja, ich hätte, glaube ich, hier die Ermächtigung ziehen sollen. Wäre wahrscheinlich sinniger gewesen. Naja, egal. Ja, jetzt kommen nur noch einzelne Plattformen, oder? Ja, scheiß drauf, ich zieh's jetzt hier halt einfach. Gut ist es jetzt nicht, aber es ist im Machen, ne? Vielleicht bin ich schnell genug auf der nächsten und kann dann da noch die Ermächtigung so ein bisschen mitnehmen. Deswegen nehmen wir jetzt gleich mal die Orb mit. Ja, auf jeden Fall die Convoke. Der auch noch was? Ne, der hat nix. Dann gleich weiter. Ja. Also für Ermächtigungsschaden ist halt Mortigard jetzt nicht gerade so prickelnd. Komm, jetzt convoken wir hier einfach rein, dass wir... Ach komm, sie... Ernsthaft? Habt ihr gesehen? Die sind resettet, warum auch immer. Auf dieser kleinen Plattform. Alles klar. Ja, also viel Ermächtigungsschaden wird das jetzt nicht gewesen sein, aber... Vorhin hatte ich auf einer Ebene 56%, ne? Also, 56% der Mobs, die insgesamt da waren, quasi in den Ermächtigungseffekt reingekriegt. Ich habe nur einmal die Ermächtigung gezogen. Ich habe mir nämlich dann sogar den Rest für den Endboss aufgespart. Oder war fast die komplette Zone, ne? Habe ich da zusammengezogen. Jetzt ist die Frage, warte mal, ich kann da oben, kann ich da meinen Haken benutzen, oder? Ja... Haben wir schon gedacht, für irgendwas muss ja das Seil gut sein. Mal noch mit. Ach, habe ich da am Anfang ein Ding liegen lassen? Warte mal, komme ich da nochmal zurück? Ich habe am Anfang eine Orb liegen lassen, ne? Aber da komme ich, glaube ich, nicht mehr zurück. Sehe ich jetzt hier gerade. Ach, das ist natürlich dumm. Ich war jetzt kurz am Überlegen, ob ich einen Goblin-Gleiter nehme. Aber so wie ich hier das Ding kenne, spackt es dann rum, ich sterbe und das will man eher nicht. Nehmen wir die auch noch mit rein.
Ah, jetzt ging der Einschlag da hinten rein, habt ihr es gesehen? Ja gut, hier hatten wir jetzt auch nochmal einen. Eigentlich wirst du immer einen kleinen Mob leben lassen, dass du hier dieses Ressourcending noch ein bisschen länger stacken kannst. Das ist nämlich tatsächlich ziemlich nice. Müsste schnell einen töten, dass es nochmal stackt. Nice, ich hab's nochmal hochgestackt bekommen. Gehen die Abklingzeiten richtig easy runter. Okay. Jetzt hätte ich halt die Ermächtigung komplett voll. Komm, ich ziehe sie jetzt hier auch, wenn's ein bisschen wasted ist, tatsächlich. Weil der Boss bringt auch relativ viel für die Ermächtigung. Ach komm, wie oft führt er mich denn? Lege. Jetzt reicht's hier. Bringe ich vielleicht die Box da in die Ermächtigung noch rein? So. Ach, ich hasse diese Kisten echt. Nee, jetzt ist die Ermächtigung auch ausgelaufen. Warte mal, ich kann einmal eins tauschen. Ja, nehmen wir das mal. Naja, 29%, 6 Minuten habe ich jetzt gebraucht. Das war jetzt nicht so gut, aber Mottigard mit diesem Hin- und Her-Geport ist halt immer langwierig. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Je nachdem, was du da für Korridore kriegst. Ich muss da früh Inker ziehen, weil das sind alles so kleine Gammelmobs, ne? Da bräuchte ich es eigentlich nicht für, oder halt jetzt Bersi. Aber dann kriege ich das hier gestackt und das macht dann tatsächlich schon ganz gut was aus. Da ist nämlich die Abklingzeit schnell wieder drunten. Dann kann ich es eigentlich relativ oft ziehen. Seht ihr, ich habe es gerade gezogen, jetzt hat es nur eine Minute Abklingzeit. Wenn die Vasen da halt auch reinzählen würden, das wäre halt sehr stark. Ich hätte noch so eine Ratte mitpullen sollen, das war jetzt eigentlich dumm tatsächlich. Hätte ich halt schon wieder den Ermächtigungsbonus. Ich glaube, ich kann oben ein bisschen mehr zusammenziehen. Und da den Typen müssen wir auf jeden Fall nur mitnehmen. Alter, war da hinten irgendwo eine Ratte? Ah, nee, jetzt läuft es mir aus. Ich hatte 9 Stacks. Zu schade. Eigentlich, wenn du den Buff hast, solltest du nicht immer alle kleinen Mobs mit reinnehmen. Wenn du dann an den Großen dran bist, dass du die dann dazu pullst am Ende noch. Nehmen wir das mal. Ich glaube, das. Ach nee, ich kann gar nicht mehr tauschen. Dann nehmen wir die Mastery mit. Also, was Defensives brauche ich tatsächlich gar nicht, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwo können wir hier noch. Schau mal, ich dachte mir doch, irgendwo können wir doch hier hoch. Mal nicht, dass wir wieder irgendwo eine Orb flacken lassen haben? Nee. Sieht gut aus. Ah ja, das nehmen wir mit. Das ist sehr stark. Da kann ich runter, oder? Ja. Waren wir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ne? Nicht, dass das in die Hose geht. Das sind halt auch wieder wenig Mobs hier. Können wir den Boss dann vielleicht mit reinziehen hier? Muss eigentlich
Hütet euch. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ich glaube mal nicht, dass sie mich in der Eule schnell wegmachen, aber das müsste eigentlich gehen. Ja gut, die habe ich platt gemacht, hä? Geben wir die Quest hier nur ab. Na also. Ja, das war jetzt nicht giga viel Ermächtigungsbonus, aber ich denke mal okayisch. Haben wir da noch irgendwas vergessen? Nee, müsste passen, ne? Müsste passen. Mal gucken, was wir kriegen. Na, 43 ist okay, ne? Kann man nichts sagen. Also für Mortigard-Verhältnisse ist das auf jeden Fall okay. Halt, haben wir da Geister vergessen? Nein, haben wir nicht. Haben die hier den Speed irgendwie ein bisschen erhöht? Wie viel habe ich denn? Lauftempo 200. Ja, gut, okay. Komme ich da hin? Ich habe keinen Bock, da runterzufallen. Ach, ich muss da außen. Holy moly. Danke dir fürs Follow, ne? Uff. Mit dem Movement Speed musst du echt ein bisschen aufpassen, dass du nicht runterfliegst, ne? Also das wäre halt saublöd. Wenn du da runterfliegst und es deswegen verkackst, da würde ich mich schon ein bisschen ärgern. Jetzt tun wir uns da mal langsam ranpirschen. Hier drin. Auch wieder ein... Ja, gut. Also normalerweise würde ich sagen, scheiß auf die eine Seele, aber das ist halt für einen Abschlussbonus, musst du es halt tatsächlich mitnehmen. Ich glaube, der Sprint wird mir gar nichts bringen, ne? Genau, ich bin im Layer 12 drin. Das ist der letzte, der mir fehlt. Ich habe jetzt ewig warten müssen, bis Mortigard ist, ne? Es war, glaube ich, am Anfang, wo ich noch hochgelevelt habe. Und die Dinge nicht gemacht habe. Ich habe wenig Punkte, ne? Halt, auch nehmen wir das noch mit. Ich glaube, ich nehme das hier mit und eine Orb. Dann habe ich zumindest einen guten Trade. Okay, das tun wir austauschen. Naja, gut. Für euch habe ich nur das Beste. Gut ist was anderes, ne? Ist was anderes. So. Ja. Ja, wobei das Knurren wäre vielleicht besser gewesen. Vielleicht. Das Knurren. Dann gibt es noch 15% mehr Damage drauf, ne? Stefan, ich grüße dich auch, ne? Ja gut, ich habe jetzt eh noch keine Prozente. Ich könnte jetzt hier unten... Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Den kriege ich nicht nach oben gezogen, ne? Das wird nichts helfen. Aber vielleicht ein bisschen dran und dann kann ich oben. Aber ich habe ja, na gut, ich habe auch keinen Ermächtigungsbonus, das bringt mir ja auch nicht so viel. Zumindest habe ich das eine schon mal auf 7 gesteckt. Die kriege ich auch nicht mit reingezogen. Die kill ich jetzt auch noch hier und dann mache ich oben einen großen Pull. Hier, oder? Da müssen wir doch, kriegen wir noch ein paar zusammen. Meistens stehen da drüben. Ne, sind halt auch keine Mobs. Ja gut, ey, großer Pull. Was macht denn Blizzard hier eigentlich? Gar keine Gegner da. Krieg nicht mal drei Gegner, dass ich meinen Schadensbonus krieg, ne? Die ich mit Mondfeuer versehren kann. Naja. Mal gucken, wie Mortigard getuned ist, ne? Weil in Kaltherz zum Beispiel, da musst du zumindest gefühlt wesentlich weniger machen, um einen halbwegs hohen Score zu bekommen. Mortigard ist ja auch eher beschissener, ne? Weil der jetzt nicht in dem, also, ne? Zumindest in den Plattformen, wo du halt so von Plattform zu Plattform hüpfst. Ja gut, das ist natürlich jetzt blöd. Das bringt mir alles nichts. Ich brauche ein Ziel.
Ich bin gerade überlegen, wo ich einen größeren Pull mache. Aber ich glaube, da oben, da sind ja auch quasi nur ein paar. Dann werden wir die Plattform plus Boss nehmen, hätte ich gesagt. Und dann ziehen wir auch die Ermächtigung. Dann machen wir die jetzt noch so weg. Oder soll ich es mir für einen Endboss, dass ich ihn schnell wegratzen kann, aufheben? Hm, das ist jetzt die Frage. Ach komm, warum krieg ich denn nur Kack-Trades? Lauf, kleines Mädchen. Da habe ich den 27 erst, ne? Ich brauche ja noch ein paar mehr. Halt den Rutscheiß. Ach. Haltet ihr auch schön. Ja, dann ziehen wir halt das ganze Gelüms da oben. Ach komm, da ist ja auch so gut wie gar nichts. Sind es jetzt zwei Mobs? Ernsthaft? Ich bin außer Reichweite. Naja, gut, komm, scheiß drauf. Ja, es sind halt zwei Mobs, ne? Also Mortigard ist schon ein ziemlicher Scheiß. Also ich würde ja hier gerne einen riesen Big Pull machen, aber hier sind halt einfach keine Gegner, ne? Nee, ich nehme jetzt den epischen nicht mit, dann kriege ich nämlich noch ein paar extra Punkte für epischen Trade und so nicht mitgenommen. Machen wir wenigstens das. Ach schau mal, hier war noch ein Gegner. Ah, jetzt, okay, bei zwei epischen hätte ich es mir vielleicht überlegt, ne? Naja, gut. Wäre nämlich für den Endboss gar nicht schlecht gewesen. Aber egal, den kriegen wir so weggenatzt. Jetzt habe ich aber wenig Punkte, ne? 30% nur, naja. Naja. Aber nix, ne, okay. Jetzt darf ich mir nur noch was kaufen, was hier für 5 und dann kann ich mir noch... Hier, das könnte ich mir noch kaufen. Super, das kriege ich jetzt beim Endboss, ne? Hütet euch. Ach shit, das habe ich den Fehl gefressen. Single-Target-Trades habe ich halt jetzt keine guten gekriegt, tatsächlich. Hütet wollte auf. Sie jetzt noch tot kriegen. Und dann den Boss wegconvoken. Das ist zumindest mein Plan. Also ich weiß nicht, vorher den Frakturkammer ran, da habe ich den Boss in unter 20 Sekunden weggeblastet. Da habe ich Convoke angemacht, dann war er auf 20%, dann bin ich in Bersi rein... Und Feierabend war, ne? Und hier, richtig am Progress. Also da wird's ja knapp, dass ich ihn unter 2 Minuten wegkriege oder so. Der heilt sich vor allem auch richtig krass. Der Kollege. Hat der irgendwie Lifestyle oder sowas? Also Boss schnell töten Trade haben wir auf jeden Fall schon mal nicht. Aber wir haben 258 Punkte. Okay, wir sind 50 Punkte drüber. Also das ist ganz easy. Und wir haben's Mount und Achievement gekriegt, ne? Wunderbarst. Achso, ich soll den looten. Sollen wir nochmal gucken, was haben wir? Wir haben 98%, Ermächtigungspunkt 29 ist nicht so gut. Aber 46% Zeit, ne? Ich meine, relativ schnell. Brandschatzer haben wir. Keinen epischen Trade haben wir. Von diesen Bonusdingern haben wir gesammelt. Keine Ahnung, was das ist. Kein Fallschaden. Mittler haben wir ausgeraubt.
Den Bewohnern haben wir geholfen. Ach, das habe ich gar nicht geguckt, dass ich. Aber ich habe 2 Elite innerhalb der Zeit getötet. Okay, Plünderer haben wir auch. Horte haben wir auch, einen Sammler. Aber für den Endboss, den Bonus, den haben wir nicht gekriegt, tatsächlich. Ich habe wieder keinen Transmog-Teil bekommen. Ganz schön enttäuschend. Ganz schön enttäuschend, sage ich euch. Bin ich am Überlegen. Eigentlich kann ich. Ja. Wir machen einen Speedrun. Keine Ahnung, ich laufe einfach nur durch. Boah, das ganze Zeug nicht. Speeden wir einfach zum Endboss. Das ist der Endboss wahrscheinlich. Hütet euch. Jetzt müssen da so blöde Mobs da sein und quasi den Damage fressen von der Convoke, ne? Das heben wir mal für den Endboss auf. Kann ich da drin stehen bleiben? Ja, ich bleib da drin stehen, oder? Das stunt mich. Suboptimal. Aber ich glaube, beim Mittler brauche ich nichts mehr. Also ist das schon mal egal. Sonst waren ja immer noch so epische Items, ne? Die ich beim Mittler gebraucht habe. Und da musste ich dann immer noch 1000 Phantasma zusammenfarmen, dass ich die halt kaufen konnte. Aber die habe ich mittlerweile alle zusammengekauft. Und ja, der Boss könnte halt noch was droppen. Aber ich habe jetzt All the Things leider nicht angeschaltet. Weil ich in letzter Zeit so Einlog-Probleme hatte. Beim Main tatsächlich. Was haben wir sonst noch so? Brauchen wir nicht. Wir werden nur einmal Bersi ziehen können. Was? Ja gut, das ist alles ziemlicher Mist. Ah, da sind jetzt auch wieder 2 dabei, ne? Ich werd trotzdem drauf konvoken. Naja, gut. Hat jetzt nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach, das ist hier. Wie heißt er? In Uldir. War das Zekvos oder so? Einer von diesen komischen Bossen. Der hat auch diese Kreise gemacht. Das war dieselbe Animation, ne? Was macht er jetzt? Macht er irgend so ein Ritual? I don't know. Ah ja, okay. Das ist das gleiche wie bei dem Boss. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Zekvos war, aber einer von diesen hässlichen Käfern war es auf jeden Fall aus Uldir. Die hat auch diese Kreise gehabt, aber bei dem war das so nacheinander, ne? Da kam dann erst innen drin, außen, dann musstest du hin und her moven. War eigentlich relativ easy zum Dodgen, aber sind auch im Mythic Progress immer wieder Leute dran gestorben an der Mechanik. Na gut. Waren da jetzt gerade 17 Anima-Dinger drin? Holy moly. 17 Stück. Da weißt du Bescheid. So, okay, dann gehen wir raus. Ich würde sagen, jetzt gucke ich mir kurz das Mount noch an. Wie das aussieht. Weil wir haben ja jetzt gerade durch das Abschließen hier einmal das letzte bekommen, Mortigard, und damit auch das Meta-Achievement. Und jetzt gibt es dann ein schönes Mount. Das will ich mir einmal anschauen. Jetzt bin ich damit tatsächlich auch durch. Gut, ich muss trotzdem noch nach Torghast rein, ne? Und einmal hier die Soul Cinder mitnehmen, weil ich mir vielleicht nochmal für PvP ein anderes Legendary bauen will. Und ja, ich brauche noch ein bisschen Transmog auch tatsächlich. Also da komme ich leider nicht aus. So, wie heißt das Ding jetzt? Schlundgebundenes Streitross. Schauen wir doch mal. Schlundgebundenes Streitross, das ist dieses hier. Das ist jetzt die blaue Version, ne? Sieht auch cool aus. Die goldene ist aber halt immer noch die geilste, ne? Gut,
für den Mortigard Run soll es das gewesen sein. Damit sind wir auch mit allen 6 Teilen durch. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.